Hallo, Freunde analoger Unterhaltung. Willkommen zu einem weiteren Kinderspiel hier im Let's Play. Und ich werde auch noch ein Fazit machen. Und was machen wir heute? Fabelwelten, genau. Dieses Spiel nämlich hier. Ein wunderschönes Spiel von Wilhelm und Marie. Wilhelm und Marie. Oh, Ford. Wilhelm und Marie Ford, Lifestyle Board Games, ursprünglich im Vertrieb von Asmodee. Und ja, ich erkläre euch kurz die Regeln und dann spielen wir es hier zu dritt, weil zu zweit, ja, kann man es eigentlich nicht so richtig spielen, jedenfalls nicht in der normalen Regel. Und zu dritt macht es auf jeden Fall mehr Spaß. In Fabelwelten erleben wir zusammen eine Geschichte und gestalten sie durch, ja, unser Spiel selbst mit. Das Ganze ist aber in der Grundform gar nicht kooperativ, sondern es geht tatsächlich darum, wer hier am Ende die meisten Siegpunkte bekommen hat, der hat das Spiel gewonnen. Es gibt zwar auch eine kooperative Variante, aber das ist erstmal das richtige Spiel. Zunächst einmal kriegt jeder Spieler einfach eine Farbe, so einen Wertungsstein, und hier diese Abstimmungsplättchen, auf denen verschiedene Symbole drauf sind. Und diese Symbole findet ihr hier auf diesen Kartenslots wieder. Dann gibt es dieses wirklich wunderschöne Ringbuch. Ja, das schlägt man hier so auf. Man sucht sich eine Geschichte aus. Es gibt insgesamt 10 Geschichten, die bei dem Spiel dabei sind. Ich zeige euch jetzt hier mal das Beispiel hier. Die Schatzsuche. Da oben ist die Nummer der Geschichte aufgedruckt, hier 1, und 1.1 bedeutet die erste Karte von der Geschichte Schatzkiste. Diese Geschichte hat 7 Karten. Es gibt auch Geschichten, die noch mehr Karten haben. Die sind dann tatsächlich verzweigt, wo wir uns dann auch noch für den ein oder anderen Weg gemeinsam entscheiden können. Dann liest man einfach hier die erste Karte vor. Ich mache das hier mal, die Schatzsuche. Es war einmal, als Fische an Land wohnten und alle Tiere mit dem Schiff reisten. Da lebte ein entschlossener Kapitän. Er war ein Weise, aber er wusste, dass sein Vater ein berühmter Seefahrer war. Also beschloss er, auch zur See zu fahren. Er war so talentiert, dass er schnell zum Kapitän befördert wurde. Und die Regel besagt jetzt, dass wir hier von dem großen Tierstapel zufällig eine Karte ziehen. Und die sozusagen hier oben auf die erste Seite packen, hier dieses Eichhörnchen. Und das ist jetzt hier der fettgedruckte, entschlossene Kapitän. Und die erste Karte, die tun wir hier rein, sodass wir sozusagen einen zufälligen Anfang der Geschichte haben und auch zufällig, was für eine Art von Tier hier der entschlossene Kapitän ist. Aber ich sage es gleich vorweg, wir haben hier noch eine Hausregel eingeführt, weil wir das abstimmen, was wir eigentlich dann im Spiel machen, so toll finden. Wir stimmen auch immer gleich für die erste Karte mit ab. Das werdet ihr im Let's Play dann gleich sehen. Ja, und dann geht es weiter. Man liest dann die zweite. Man kann hier auch schon umblättern. So. Und liest dann einfach die zweite Karte vor. Und beim Spielaufbau hat außerdem jeder Spieler schon 5 Tierkarten bekommen. Ja, ihr seht, das sind einfach solche Karten mit Tieren. Das Schöne an den Tieren, sie sind nicht nur wirklich schön gezeichnet, sondern sie haben auch, ja, wie soll man sagen, bestimmte Ausdrücke, also bestimmte Stimmungen. Zum Beispiel hier diese Taube, seht ihr, ist eher ziemlich ja, traurig, während das Krokodil ziemlich gut gelaunt ist. Und das spielt eben durchaus eine Rolle, weil, ihr habt es schon gesehen, ein entschlossener Kapitän war der Anfang. Und jetzt geht es hier weiter. Eines Tages kam ein scharfsichtiger Perlentaucher auf den Kapitän zu. Dann geht die Geschichte so weiter. Und jetzt geht es eben darum, hier die festgedruckte Figur, ein scharfsichtiger Perlentaucher, ja, herauszufinden. Was ist das für eine Tierfigur? Ein scharfsichtiger Perlentaucher. Und jeder Spieler, der mitspielt, wird jetzt, nachdem die Karte vorgelesen wurde, geheim gucken, welche Karte könnte ein guter scharfsichtiger Perlentaucher sein. Dieser Spieler hier zum Beispiel, oh, der hat den Delfin, eine sehr gute Wahl, würde ich sagen. Ja, der nimmt dann zum Beispiel den Delfin, alle suchen sich hier, er könnte vielleicht die Möwe, ist ja keine Taube, ist ja eine Möwe, passt auch ganz gut als scharfsichtiger Perlentaucher. So, und das machen dann, sagen wir mal, es spielen wirklich 6 Spieler mit, nehme ich mal einfach 4 zufällige Karten. Ja, dann haben alle 6 geheim gewählt, dann werden die gemischt und dann werden sie einfach zufällig hier auf die einzelnen
Positionen gelegt und dann wird abgestimmt und zwar geheim. Wobei eben die wichtigste Regel ist, dass man natürlich nicht für seine eigene Karte abstimmen darf. Das heißt, wenn jetzt hier der Spieler Rosa, sagen wir mal, er hat den Delfin gewählt, dann dürfte er jetzt hier mit seinen Steinchen natürlich nicht, Abstimmungsplättchen, nicht das hier aussuchen, sondern er müsste zum Beispiel, er denkt vielleicht, ja, die Möbel wäre ganz gut. Ja, dann suchen alle geheim ihr Abstimmungsplättchen aus und dann wird aufgedeckt und dann hätte zum Beispiel Rosa hier für die Möwe abgestimmt und vielleicht wäre es so, dann, ja, dann wird decken alle auf, vielleicht denkt auch einer, ah, wahrscheinlich würden auch viele hier für den Delfin abstimmen und dann sieht es vielleicht am Ende so aus. Ja, drei haben für den Delfin abgestimmt, einer hat irgendwie gemeint, der Borkenkäfer wäre auch ein guter Perlentaucher und zwei haben für die Möwe abgestimmt. Und jetzt werden einfach Punkte verteilt, zunächst einmal. Und da ist erstmal wichtig, dass jeder kriegt einfach so viele Punkte, wie seine Karte Stimmen bekommen hat. Das heißt, auf der Rosa-Spieler, wenn das der Delfin die Karte des Rosa-Spielers gewesen ist, dann bekommt er einfach erstmal drei Punkte. Er hier ist vielleicht, der Borkenkäfer war vielleicht die Karte vom Orangen-Spieler, kriegt er einen Punkt. Und er hier war vielleicht der Lila-Spieler, der die Möwe gespielt hat, zwei Punkte. Und dann hat ja jetzt der Delfin gewonnen, der hat die meisten Stimmen bekommen. Das bedeutet, er hier wird auf jeden Fall jetzt wirklich auch der scharfsichtige Perlentaucher unserer Geschichte werden. Der wird dann hier reingelegt. Und alle, die für den Perlentaucher gestimmt haben, also für den, der am meisten Stimmen bekommen hat, kriegen jetzt noch einen Bonuspunkt. Das heißt also, Violett kriegt noch einen Bonuspunkt, Rosa und Grün. Ja, und das waren jetzt die Punkte der ersten Runde. Wir legen jetzt auch wieder hier die vorgelesene Karte hier so rein. Dann zieht jeder Spieler einfach eine Tierkarte nach, sodass man wieder fünf Tierkarten auf der Hand hat. Und dann geht es hier mit der nächsten Geschichte weiter. Man muss sich jetzt nur noch ein paar Sondermöglichkeiten, muss man einem jetzt noch klar werden. Wenn es zum Beispiel jetzt einen Gleichstand gegeben hätte, na, nehmen wir mal an, das wäre jetzt so gewesen bei einer Abstimmung und jemand hätte hier noch das hier gestimmt. So. Ja, jetzt hätte es einen Gleichstand gegeben. Für die Punktevergabe spielt es praktisch keine Rolle. Erstmal kriegt sowieso jeder so viele Punkte, wie er Stimmen bekommen hat. Und bei Gleichstand kriegen jetzt sowohl die beiden Spieler als auch die beiden Spieler einen Extrapunkt, weil sie für Karten gestimmt haben, die meisten Punkte bekommen haben. Und welche Karte tatsächlich dann für die Geschichte genommen wird, ja, das darf einfach derjenige Spieler entscheiden, der am wenigsten Siegpunkte bislang bekommen hat oder der jüngste Spieler, das kann man sich dann aussuchen. Ja, und so spielt man einfach die Geschichte durch, bis ja, man alle Tiercharaktere ausgesucht hat und dann guckt man, wer die meisten Siegpunkte hat und der hat dann das Spiel gewonnen. Außerdem ist es dann so, dass dann hier, man sieht es hier auch schon, man die Geschichte schön rekapitulieren kann. Gerade mit kleineren Kindern macht es Sinn, dann wirklich auch nochmal die Geschichte nachzuerzählen. Wie war das jetzt mit dem entschlossenen Kapitän, dem Eichhörnchen? Der ist auf den Delfin getroffen. Der war ein, was war das nochmal? Ich habe es jetzt leider schon wieder vergessen. Ein scharfsinniger Perlentaucher. Ja, so kann man das dann auch nochmal rekapitulieren oder nochmal nacherzählen, auch wenn man möchte, im Bett, ja, zur Gute-Nacht-Geschichte, das ist kein Problem. Und es gibt eben auch noch kooperative Variante. Die funktioniert einfach so, dass wir gemeinsam gegen das Spiel spielen. Da nimmt man einfach nur zwei Marker. Und da ist es dann einfach so, dass wir immer uns einigen müssen. Wir müssen immer dafür sorgen, dass ein Tier die meisten Stimmen bekommt, ohne uns natürlich vorher abzusprechen. Und das kann man eben dann auch zu zweit zum Beispiel spielen, dass man dann einfach, wenn man zu zweit ist, da würde ja das normale Abstimmen mit Punkt nicht funktionieren, da macht man es dann so, dass zum Beispiel die beiden Spieler suchen sich jeweils zwei Karten aus und dann werden einfach zwei vom Stapel mit dazu gemischt. Und die Aufgabe der Spieler besteht, wenn das jetzt die beiden Spielerkarten gewesen wären, ist einfach, dass sie beide Stimmen auf eine Karte kriegen. Wenn das passiert, dann kriegen sie einen Punkt, aber wenn sich die Stimmen quasi verteilen auf zwei verschiedene, dann würde das Spiel einen Punkt
bekommen. Ja, kann man spielen, finde ich aber nicht besonders sinnvoll bei dem Spiel, weil es macht wirklich am meisten Spaß, wenn man sich hier gegenseitig gegeneinander spielt und versucht einfach die besten Karten zu finden und dann die meisten Stimmen zu kriegen. Das macht hier einfach am meisten Spaß. Was man außerdem machen kann, habe ich nicht ausprobiert, weil so jung sind meine Kinder nicht, aber mit ganz kleinen Kindern kann man auch einfach ohne Abstimmung spielen und einfach nur jeder hat die Tierkarten auf der Hand und man entscheidet dann einfach gemeinsam, welches Tier ist am passenden für die Geschichte und, und baut dann einfach die Geschichte gemeinsam so, wie man es für richtig hält. Und dann gibt es auch keinen Gewinner, sondern man hat am Ende einfach nur eine schöne Geschichte erlebt. Und einfach nur noch mal kurz hier ein bisschen gezeigt, wirklich sehr, sehr, sehr viele witzige, schöne Tierillustrationen, die eben, ja, die eben auch so einen Charakter haben, ne, die nicht alle irgendwie, ja, neutral aussehen, manche wirken intelligent, gewitzt, manche eher so ein bisschen lustig oder so ein bisschen tapsig. Also da ist wirklich, steckt auch ganz viel in Illustrationen drin, wo man dann einfach versuchen kann, nicht nur, sag ich mal, das Tier mit den passenden grundsätzlichen Attributen zu finden, sei es, ob jetzt zum Beispiel ein Tier eher im Wasser wohnt oder auf Land, sondern eben auch so, wie der Gesichtsausdruck ist, da die richtige Auswahl zu treffen, das macht wirklich ganz großen Spaß. Also, ich habe uns eine Geschichte ausgesucht, die wir noch nicht kennen. Und zwar heißt sie Der weise Lehrer. Weise von wegen klug. Ja, nicht der Weiße, nicht weiß, sondern weise. Der kluge Lehrer, ja? Heißt die Geschichte. Und ihr habt euch schon die Farben ausgesucht. Und ja, ihr müsst jetzt erstmal kurz zuhören. Und wir spielen es ja nach unserer Hausregel, dass wir schon den ersten aussuchen. Ja, der erste wird schon abgestimmt. Also jetzt hört zuhört, der weise Lehrer. Es war einmal, als Haustiere noch kleine niedliche Jäckchen trugen. Da lebte in einer kleinen Stadt ein Tollpatsch. Er war so ungeschickt, dass er sich bei allem, was er tat, Schrammen und blaue Flecke holte. Und wir haben natürlich noch gar nicht unsere Karten ausgeteilt. Jeder kriegt jetzt erstmal 5 Karten. Und dann dürft ihr gleich mal überlegen, wer der Tollpatsch ist. Okay, Edgar schon mal hier 3, jene 3, ich 3. Ja. Ich habe nur 2 bekommen. Ja, du hast hier noch 2 bekommen, ne? 3, 5 insgesamt. So, und jetzt geheim überlegen, wer euer Tollpatsch sein könnte. Nein. Hast du keinen Tollpatsch? Nein. Ja, einen musst du aber aussuchen. Ja, darf ich? Ja, jeder geheim. Oh, das ist mein einziger guter Tollpatsch. Okay, dann wird das gemischt. Ich wähle fest. Aber es sind doch sowieso nur 3 Karten. Ja, aber so ist es halt zu dritt. Natürlich macht es noch mehr Spaß zu viert oder zu fünft, aber wir spielen es jetzt halt zu dritt. Hier, wir haben einen tollpatschigen Papagei, ein tollpatschiges Krokodil und ein tollpatschiger Storch. So, dann geheim abstimmen, nicht für euren eigenen abstimmen. Und so erstmal so geheim halten. Habt ihr ausgewählt? Ja. Okay, dann könnt ihr aufdecken. Ich wähle für den Storch. Ich will für den. Oh, sehr gut. Okay. Ich war der Papagei tatsächlich. Aber ich habe leider nicht gewonnen. Trotzdem kriege ich einen Punkt für blau, weil grün für mich gestimmt hat. Wer hat das Krokodil gewählt? Oh, das war Lenia. Du hattest nicht durch den Tollpatsch. Macht nichts, kann ja noch kommen. Dafür kriegst du aber auf jeden Fall einen Punkt, weil du hier für den Storch gestimmt hast. Und du kriegst gleich eine neue Karte, genau. Blau kriegt nochmal einen Punkt, das bin ich. Und du kriegst zwei Punkte, weil dein Storch ist der Tollpatsch geworden. So. Weil der sieht auch so aus. Ja, guck mal, zeig ihn mal. Ja, der sieht gut aus. Das ist ein sehr guter Tollpatsch, finde ich. Ein tollpatschiger Storch. Der hat eben hier in diesem... So, die kommen weg. Und wo kommt die Karte hin? Ja, die hier, die erste... Erste Karte kommt natürlich hier hin. So, jetzt geht's weiter. Hast du eine Karte nachgezogen, Edgar? Nee. Ich auch nicht, aber Lene hat schon eine Karte nachgezogen. So, hör zu. Es geht weiter mit der Geschichte. Und zwar, alle machten sich über den ungeschickten Tollpatsch lustig. Eines Tages hatte er die Schnauze voll, die Nase voll, und beschloss, ein flinker und geschickter Ninja zu werden. Also, Storch will ein Ninja werden. Er ging zu einem weisen Lehrer und bat ihn um Training. Der Lehrer sprach nicht viel. Er saß mit geschlossenen Augen auf dem Boden und dachte lange nach. Okay, der weise Ninja-Lehrer. Überleg mal. Ich habe eine. Oh ja, ich habe auch eine. Sehr gut. Lene?
Der weiße Ninja-Lehrer. Ich würde den Fuchs nehmen, der ist gut. Nicht gucken. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig hier. Normalerweise sitzt man sich natürlich gegenüber. Nicht in die Karten gucken. Nee, den darfst du selber überlegen. Okay, gut. Gut, gut, okay. Ein weiser Blauwal. Das ist natürlich interessant. Ein weiser Maulwurf. Mit geschlossenen Augen. Und ein weißes Chamäleon. Das ist interessant. Okay, gut, überlegt mal, was ihr denkt. Ich hab schon. Ich hab auch schon. Lene? Gewählt? Gewählt. Okay, ich bin für den Blauwal tatsächlich. Ich finde den gut. Für den Maulwurf. Was hast du? Oh, Gleichstand. Dann darf Lene aussuchen. Wer hat gewonnen? Wieso ich? Weil du weit hinten bist. Wer ist der weise Lehrer? Weil jetzt Gleichstand ist überall. Darf ich auch meinen auswählen? Du darfst auch deinen auswählen. Oh, moin. Aber ich weiß auch gar nicht, weil deiner ist. Du machst den Blauwal? Mann. Ja, ist doch in Ordnung. Was willst du? Der ist so groß, der kann doch nicht mal laufen. Ja. Okay, Lene, du darfst auch so. Mein Maulwurf ist viel besser. Ein Maulwurf? Ja. Aber mein Chamäleon finde ich ist auch sehr weise. Aber du darfst einfach entscheiden, Lene, weil Lene hat am wenigsten Punkte. Sie möchte den Blauball haben. Ich finde, das ist auch eine gute Wahl. Ja. Offen habe ich dafür gestimmt. Spielt aber keine Rolle. Jeder kriegt einfach einen Punkt, weil jeder hat ein Dings bekommen. Und dann kriegt jeder nochmal einen Punkt, weil wir alle für das Gleiche gestimmt haben. So, okay, gut. Ja, die Geschichte ist ja noch nicht vorbei. So, das kommt alles weg. Ihr kriegt eine Karte. Na, der bescheuerte Affe. Hier, nachziehen, ja. Und es geht weiter. Nach einer Weile trug der Lehrer dem Tollpatsch auf, zur Flussmeisterin zu gehen und einen Topf voll Wasser zu holen. Der Tollpatsch verstand nicht, wie ihm das helfen würde, ein Ninja zu werden. Aber er wagte es nicht zu widersprechen. Er zögerte, doch schließlich ging er zur Quelle. Dort traf er die Wasserträgerin. Sie gab ihm einen Eimer und zeigte ihm, wie man Wasser holt. Okay, die Wasserträgerin. Oh, oh, oh. Okay, naja. Na, ich habe schlechte Bombs. Tja, man hat einfach nur Karten, die man halt so bekommt. Was soll man machen? Oh, eine Wasserträgerin, die ein Pferd ist. Eine Wasserträgerin, die ein Vogelstrauß ist. Oder eine Taube. Wasserträgerin. Interessant. Okay, ja, ich weiß, wen ich nehme. Lene? Ich weiß auch. Ich nehme das Pferd. Ist doch schön, der Wasserträger. Also ich nehme den. Vogelstrauß. Ah, wir können uns wieder nicht einigen. Aber so ist es halt. Wer darf jetzt? Darf wieder Lene aussuchen. Warum? Weil sie immer noch hinten ist. Die hat am wenigsten Punkte. Ja, das Pferd. Du willst das Pferd. Ich habe schon gedacht, dass du das Pferd hast. Dann. Oh Mann. Pferd macht aber nichts. Jeder kriegt Warum zwei ist Punkte. Immer Gleichstand? Ja, das ist natürlich bei drei Personen passiert das natürlich viel häufiger. Aber es wäre jetzt schwierig, das zu viert hier zu zeigen. Deswegen spielen wir es jetzt zu dritt. So ist das halt. Okay, wir haben es in die Geschichte. Auf dem Rückweg verschüttete der Tollpatsch viel von dem Wasser. Aber ein bisschen blieb übrig. Dann schickte der Lehrer den Tollpatsch zur Pflanzenmeisterin, um duftende Kräuter zu sammeln. Er verstand wieder nicht, wie ihm das helfen sollte, aber er ging zu einem Feld. Dort traf er die Kräutersammlerin, die ihm zeigte, wie man die richtigen Kräuter sammelt und trocknet. Mhm. Na schön, ich hab schon eine. Ah, habt ihr auch Karten nachgezogen? Ich hab eine. Ich hab eins, zwei, Kräutersammlerin. Ich hab schon eine, guck hier. Ja. Okay, ich auch. Dann gucken wir mal, ob wir diesmal uns einigen können. Ich wette nicht. Tja, es ist tatsächlich relativ wahrscheinlich, dass man sich eine kräutersammelndes Eichhörnchen, ein kräutersammelnder Biber oder ein kräutersammelnder Hase. Ja, wir haben alle ziemlich ähnlich gedacht. Also jeweils natürlich Häsin, Biberin und Eichhörnchen. Mein weibliches Eichhörnchen, keine Ahnung. Okay. Ich hab gewählt. Ich hab auch. Edgar? Ich auch. Auf jeden Fall der Hase. Das Eichhörnchen. Was meinst du, Edgar? Das Eichhörnchen. Ui, das bin ich. Das ist natürlich schön. Ich krieg zwei Punkte.
Aber ihr kriegt auch jeweils einen Punkt, weil ihr für mich gestimmt habt. Und wer hat den Hasen gespielt? Dann kriegt Edgar noch einen Punkt. Mein Daddy! Ja, dein Biber war auch gut. Dein Biber war auch super. Wieso verliere ich? Ich verliere schon ihn. Du Arme. Komm, das hältst du aus. Du hast auch schon oft gewonnen. So, hier, jeder kriegt, außerdem ist es noch gar nicht vorbei. Hier. Jetzt das geht's ja weiter. Super. Jetzt geht's weiter. Achtung zuhören. Der Tollpatsch schnitt sich an den Grashalm, doch er schaffte es, ein Büschel geeigneter Kräuter zu trocknen. Dann schickte der Lehrer ihn zum Holzmeister, um Holz zu holen, das der Wald nicht mehr brauchte. Überlegte eine Weile und ging zu einem freundlichen Förster. Ah, hier, wir haben natürlich das gar nicht hier. Was war das? Das war ja der hier. Ein freundlicher Förster. Der gut Holz hacken kann. Mhm. Der Holz hackt. Ja, ein freundlicher Förster. Tja, ein freundlicher Förster. Okay. Eindeutig. Wie auch Mann, Edgar, du guckst ganze Zeit. Ja, das ist schwierig, wenn man hier so nebeneinander sitzt. Aber das ist schon okay. So. Freundlicher Förster. Guck mal. Oh, ein freundlicher. Ein freundlicher Skorpionförster. Der hat ja so ein Stachelchen. Ein freundlicher Elchförster. Oder ein freundlicher Fuchsförster. Mhm. Ja, gut, gut, gut. Was denkt ihr? Bin ich? Ich ja, hab. Ich hab auch gewählt. Helene, weißt du? Gut, wen meinst du? Ich denke der Fuchs. Ich denke der. Ah, wir können uns wieder nicht einigen. Dann darf wieder Lene aussuchen. Ja, siehst du, Lene, dafür darfst du immer aussuchen. Ist doch auch nicht schlecht. Ich finde aber auch der Fuchs gut, den habe ich auch gewählt. Warum nicht mal? Der kann aber gut Holz hacken. Von den Punkten ändert es gar nichts, weil jeder kriegt einen Punkt. Weil wir alle, na, das ist natürlich beim Drei-Personen-Spiel, ist es mit den Punkten dann oft Gleichstand. Wieso könnt ihr nicht einfach was anderes nehmen? Als ja, ich finde auch. Wieso nimmt einfach nur den Fuchs? Alle meine. Ja. Edgar oder gar nicht du. Es ist immer Gleichstand und es ist fast eigentlich immer hat Lene entschieden. Immer ja, weil sie halt hinten ist. Das ist halt so. Das ist der Trostpreis, ne? Dass sie da entscheiden darf. So, letzte Achtung, jetzt nochmal aufpassen. Der Tollpatsch folgte den Anweisungen des Försters und bekam nicht einmal einen Kratzer. Daraufhin schickte ihn der Lehrer zum Feuermeister, damit er das Wasser hitzen konnte, das er anfangs geholt hatte. Der Tollpatsch ging nun ohne zu zögern zu einem tapferen Feuerwehrmann, der ihm zeigte, wie man ein sicheres Lagerfeuer wieder löscht, macht und wieder löscht. Habt ihr auch 5 Karten? Habt ihr auch nachgezogen? Ich brauche noch eine. Ein freundlicher Feuerwehrmann. Was ist dich? Feuerwehrmann, oh mein Gott. Oh, meiner sieht voll besteuert aus. Aber er ist freundlich, das ist das Wichtigste. Ja, das ist natürlich schwierig. Und ein Feuerwehrmann als Tier. Guck mal, was haben wir hier? Wir haben einen Borkenkäfer-Feuerwehrmann, einen Affen-Feuerwehrmann oder einen Stachelschwein-Feuerwehrmann. Dann überleg mal. Das ist doch eine leichte Frage. Okay. Alle gewählt? Ja. Okay. Ich nehme auch den Affen. Wer ist der Affe? Das bist du, ja, sehr gut. Da kriegst du 2 Punkte, aber wir kriegen jeweils 1 Punkt, weil wir für den Feuerwehrmann gewinnen. Wer ist der Stachel? Das bin ich. Oh, ich glaube, ich gewinne, Kinder. Aber das macht nichts. Es ist der, Ui! Ja. Es geht um die Geschichte. Guck mal, das war der tapfere Feuerwehrmann. Und jetzt ist die Geschichte vorbei, nämlich der Tollpatsch zündete geschickt das Holz an und erhitzte das Wasser, ohne sich dabei zu verbrennen. Er brachte das kochende Wasser und die Kräuter zum Lehrer und sagte, vielen Dank, Meister, eure Lektionen haben mir aus mir einen geschickten Ninja gemacht. Der Lehrer nahm ein paar Kräuter, warf sie ins Wasser und sagte, nicht so schnell, junger Schüler, trinken wir etwas Tee und beginnen dann mit dem Training. Der sollte zuerst nämlich nur den Tee machen und dann geht erst das richtige Ninja-Training los. Ciao! Ja, und das war das Let's Play zu Fabelwelten. Wir sagen hier Tschüss, aber dranbleiben, weil ich mache gleich nochmal ein Fazit zu diesem wirklich sehr, sehr schönen Spiel. Bis dann! Ciao! Und einmal sagen wir alle, oh, weil Lene verloren hat. Aber das nächste Mal gewinnst du wieder. Bis dann!
Tschüss, tschüss. Ja, weil jetzt soll es in Zukunft auch immer noch einen kleinen Fazitteil hier geben, auch wenn ich die Spiele hier mit den Kindern let's play. Ja, die Kinder haben dazu keine Geduld, wenn ich euch erzähle, was ich von dem Spiel halte, aber ihr findet, glaube ich, könnt nochmal gut gebrauchen, wenn ich ganz in Ruhe euch nochmal meine Meinung zu diesen Kinderspielen erkläre. Und speziell bei Fabelwelten war es mir auch ganz wichtig, das zu tun, weil es ist wirklich so ein fantastisches Kinderspiel. Ihr habt es jetzt vielleicht im Let's Play schon gesehen oder wenn ihr das nicht gesehen habt, ja, dieses Prinzip, dass wir hier eine wirklich schöne Geschichte erleben, die dadurch dann auch nochmal verändert wird, je nachdem, was wir für Tierkarten ausspielen und für welche Tiere dann auch abgestimmt wird, das ist wirklich, ja, ein wirklich tolles Prinzip. Es gibt ja diese 10 Geschichten und was ich wirklich genial an dem Spiel finde, ist, dass man könnte im ersten Moment meinen, naja, dann sind es ja 10 Partien, aber das ist nicht so, weil erstmal, glaube ich, kann mir jeder bestätigen, der Kinder hat, Kinder, gerade kleine Kinder, lieben es auch, Geschichten öfter zu hören. Also ich lese meinen beiden Kindern auch immer wieder teilweise die gleichen kleinen Pixie-Bücher vor oder immer wieder suchen sie sich auch die gleichen Geschichten aus. Also Die Kinder stört es überhaupt nicht, die Geschichten auch öfters zu hören. Dann ist es ja auch noch so, dass dadurch, dass wir immer andere Tierkarten auf die Hand kriegen, und es ist wirklich ein fetter Tierkartenstapel, ja, ist ja sowieso das Spiel immer anders, weil das eigentliche Spiel ja gar nicht in der Geschichte besteht. Das ist eigentlich nur so das nette Beiwerk, sondern eben in der Abstimmung hier über die Tiere. Natürlich müsst ihr sehen, jetzt habt ihr bei dem Let's Play auch sicher gemerkt, zu dritt ist es mit dem Abstimmen fast ein bisschen langweilig. Richtig zur Hochform läuft das Spiel dann ab 4 Personen auf. Aber schon mit 4, finde ich, sind die Abstimmungsergebnisse sehr oft eindeutig und es ist dann auch mit den Punkten ein bisschen spannender als zu dritt. Und natürlich ist es zu 5 und zu 6 noch besser. Was wirklich auch cool ist, dass wenn man dann eben fertig ist, hat man ja dieses Buch quasi fertig. Man steckt ja die Karten immer so rein und man sieht hier auch, dass dann quasi die Geschichte hier auch nochmal abgebildet ist. Hier der tollpatschige Storch kommt zum weisen Lehrer, dem Wal, und der schickt ihn dann zum Kräutersammler, hier zur Wasserträgerin, dem Pferd, oder nee, zuerst zum Kräutersammler, zum Wasserträger und so weiter. Das ist wirklich hier nochmal so schön, kann man so schön nachvollziehen. Und die Anleitung sagt ja auch, dass gerade mit kleineren Kindern kann man das dann auch dazu nutzen, wirklich auch die Geschichte, die man dann gemeinsam sozusagen ja auch durch die Tiere erst zum Leben erweckt hat, dass man die auch nochmal nacherzählt. Die ganz, ganz, ganz große Stärke von Fabelwelten aus meiner Sicht besteht darin, dass es wirklich mit allen Spielern funktioniert. Es ist ja ab 5 Jahren empfohlen und ich würde auch definitiv sagen, das geht schon ab 5, das geht schon ab 4 Jahren, vor allem, weil es ja diesen Modi gibt, wo man dann gar nicht mehr abstimmt, sondern wo es einfach nur mit den ganz kleinen Kindern kann man theoretisch das schon spielen und einfach nur überlegen, wir denken uns einfach aus, welche der Tiere, die wir auf der Hand haben, ist jetzt wirklich das beste Tier, um diese Geschichte zu erzählen. Also selbst damit kann man ja schon anfangen, das kann man schon fast mit 3 Jahren anfangen. Und trotzdem ist es halt ein Spiel, bei dem ich als Elternteil auch richtig Spaß habe. Also wenn ich das zusammen mit meiner Frau und den Kindern spiele, dann haben wir wirklich Freude daran, auch die besten Tiere rauszusuchen, ärgern uns, wenn die Kinder dann nicht dafür abstimmen, denken so, wieso kannst du nicht für das stimmen, das ist doch so eine gute Wahl. Ja, also das heißt, wir Erwachsenen, auch wenn es natürlich ein total kindgerechtes Spiel ist, haben wirklich ganz viel Freude, auch am Spielen. Ja, und die Kinder natürlich wirklich so schön kindgerecht, trotzdem nicht langweilig, weil natürlich eben hier, und das ist eben das Schöne, trotzdem dieses Kompetitive auch drin ist. Das habt ihr jetzt auch beim Let's Play gemerkt, ne? Man will natürlich auch gewinnen, man will die richtigen Tiere, die beste Wahl treffen, man will, dass die anderen für einen abstimmen. Das motiviert und das, das ist natürlich klar, wie es immer bei kompetitiven Spielen so ist, einer verliert, der ist dann ein bisschen traurig, aber das hält die Kinder halt auch bei der Stange und dann wollen sie dieses Spiel auch spielen. Und ich finde halt, das ist halt auch so ein tolles Spiel, dass man eben auch dann mit den Großeltern zusammen gut spielen kann. Ja, auch gerade Großeltern, die nicht so spieleaffin sind, denen man jetzt keine komplizierten Regeln mehr erklären will.
Das hier können selbst 90-jährige Großeltern noch ohne Probleme mitspielen und haben da auf jeden Fall auch Freude und die Kinder auch. Und das ist wirklich ganz, ganz selten, dass so ein Kinderspiel es schafft, eben diese ganz große Bandbreite abzudecken. Es ist natürlich also ein reines Erwachsenenspiel ist es natürlich nicht, aber das muss es halt auch wirklich nicht sein. Und durch diese 10 Geschichten, wovon ja auch dann ein paar von denen haben ja auch noch diese Abzweige, sodass es eigentlich de facto sogar noch mehr Geschichten sind, die wir dann, bis wir alle einmal gehört haben, sind es sogar noch mehr als 10 Partien. Und man hat aber gleichzeitig auch noch diesen Wiederspielreiz, die Sachen einfach nochmal zu hören und dann mit anderen Tieren zu erleben. Und außerdem, ja, man vergisst die Geschichten natürlich auch schnell wieder. Und darauf kommt es hier halt auch wirklich nicht an. Dazu ist es wunderschön gestaltet, innerhalb von 2 Minuten aufgebaut, ja, was auch für ein Kinderspiel halt echt, echt wichtig ist. Und deswegen, ja, ist es wirklich mein Kinderspiel-Highlight bisher 2021. Und weil das so ist, habe ich mich entschlossen, tatsächlich, ja, unser Prädikat oder ich würde sagen, ein neues Prädikat ins Leben zu rufen. Das Prädikat besonders empfehlenswert, Hunter und Kron, kann es ja momentan natürlich nicht geben, weil Kron gerade eine Pause macht. Aber ganz besondere Spiele möchte ich natürlich weiterhin auszeichnen. Und weil das natürlich jetzt auch so ein Bruch ist, habe ich mich entschlossen, das Prädikat auch etwas zu verändern und es vor allem klar zu kennzeichnen, wofür ich jetzt ein Spiel für besonders empfehlenswert halte. Und hier werde ich jetzt zum allerersten Mal ein Prädikat vergeben, besonders empfehlenswert für Kinder. Das heißt, in Zukunft kann es Prädikate geben, besonders empfehlenswert für Kenner, für Experten, für Familien. Und das hier ist jetzt Zufall, dass es ein Kinderspiel geworden ist, wo ich dieses Prädikat zum ersten Mal vergebe. Und keine Sorge, es kommen sogar sehr bald kommt das erste Kennerprädikat. Könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, Fabelwelten bekommt von mir das Prädikat Hunter and Friends. Besonders empfehlenswert für Kinder. Und ja, ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist ein ganz tolles Geschenk. Und ich sag mal, na, ihr habt es gesehen, ab 5 Jahren und trotzdem spielt es mein 9-jähriger Sohn wirklich noch gerne mit. Es ist ein bisschen, langsam wird es ein bisschen babymäßig. Aber ihr habt auch gesehen, ne, ich habe diese Geschichte extra zurückgehalten. Die Ninja-Geschichte, die hat ihr dann doch auch irgendwie ein bisschen interessiert. Das ist schon eine Wucht. Ja, ich meine, so ab 10, 11 wahrscheinlich nimmt das dann schon das Interesse dann schon ab. Aber für alle, die kleine Kinder haben und die zusammen in der Familie spielen wollen, die Großeltern haben, die da mitspielen sollen, das perfekte Kinderspiel aus meiner Sicht. Und das war meine Rezension. Glückwunsch hier an Lifestyle Board Games. Übrigens ein russischer Verlag. Ganz interessant. Aber jetzt eben Deutsch Asmodee. Und ich bedanke mich fürs Zugucken, vielen Dank fürs Abonnieren. Lasst gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und gerne kommentieren, ob ihr mir zustimmt, wenn ihr das Spiel kennt und wie ihr diese Sache mit dem neuen Prädikat findet. Aber wie gesagt, wartet auch noch ein bisschen, vielleicht bis das erste nächste Prädikat dann für die Erwachsenenspiele vergeben wird. Aber ich denke wirklich, dadurch kann ich noch ein bisschen zielgerichteter die Sachen herausheben und kann dann auch mal eben ein Expertenspiel prämieren, wo dann aber auch klar ist, es ist nicht für jeden gedacht, sondern eben wirklich für die Experten. In diesem Sinne, macht's gut! Vielen Dank auch für den Support über eine YouTube-Kanalmitgliedschaft, Patreon, Steady oder durch die Benutzung eines Partnerlinks, findet ihr immer in der Beschreibung. Das hilft mir hier sehr, weiter Videos für euch zu machen und das bemühe ich mich. In dem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao.